Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Borderlands. Wundert euch nicht, meine Stimme ist so, weil ich habe hier so einen Effekt an, der nennt sich Erkältung. Und der macht das so. Meine ist so samtig weich wie immer. Ah, okay. Oh, es geht los. Ah ne, das sind, oh, das sind Freunde. Das sind Freunde. Wo sind wir denn, Chris? Ich weiß ja gar nichts mehr. Achso, ich weiß auch nicht. Wir sind hier an dieser Brücke. Ja. Triff Maya im Klosterhof ist unsere aktuelle Quest. Maya! Machen wir das doch mal. Treff mir die doch. Hab ich vergessen. Ist für mich jetzt auch gerade ein bisschen ungewohnt, weil ich die ganze Zeit mal so offstream mit der Gunnerin gespielt habe. Die Gunnerin. Moose, oder wie die heißt. Moose. Motze. Da oben kommen sie. Da kommt. Ja, alle. Also ich habe echt einen Hang zu, muss ich ganz ehrlich sagen, Maschinengewehren, weil die sind eigentlich am besten, finde ich. Was ist denn mit ihm los? Jo, geht wieder voll ab. Ja. Ich kann heute nicht so viel reden, deswegen musst du mehr reden. Ich, ja. Ja, geht voll ab. Ja, super. Wir können ja gleich mal ein paar lustige Fakten vortragen oder so, falls es wieder irgendwie zurück wird. Fun Fact. Borderlands 3 ist der Nachfolger von Borderlands 2. Fakten. Ja. Ja. Ach, da geht's noch ab, ich war voll am Looten gerade schon. Das sieht dir ähnlich. Oh. Also auf den brauche ich wohl nicht mehr schießen. Ach, ja, der hat irgendwas vollgeschissen. Was? Der hat irgendwas vollgeschissen, hat er gesagt. Ja, ich verstehe dich auch nicht so gut gerade. Du hörst dich ein bisschen an wie ein Roboter. Ist wahrscheinlich wieder irgendwas mit der Internetleitung, nicht ganz so TÜV. Ja, das ist Discord. Manchmal hat Discord das. Warte mal. Guck mal grad. Oh ja, unsere Verbindung ist echt mega scheiße gerade. Hörst du mich überhaupt noch? Ja, jetzt höre ich mich wieder gut. Okay. Keine Ahnung, was da bei Discord los ist. Looten! Ja, ich habe ja mal so nebenbei diesen Zane angefangen zu spielen, ne? Ja. Der ist irgendwie langweilig. Das ist eine Mischung aus aus Zero irgendwie, ja, aus Borderlands 2 und wie heißt der Schwarze nochmal? Der zweite Teil gestorben ist. Roland. Ja. Habe ich so das Gefühl. Okay. Ja, ich habe Zane auch schon mal angespielt. Nicht so spannend. Ja, ist schon ganz lustig, ne? Aber fand ich jetzt auch nicht so gut. Maus macht ganz eigentlich recht viel Bock.
Ja, doch, ist schon geil. Ja, ich habe es noch nicht gespielt, werde ich natürlich auch mal ausprobieren, aber es ist. Ich mag es halt nicht, wenn. Die hat als Special-Attacke ihren komischen Mech oder sowas. Jo. Das sagt mir irgendwie gar nichts so. Oh. Leute. Was ist los? Ja, ich huste wie der Teufel, ey. Ja, da müssen wir mal gucken. Gucken wir weiter? Ja, von mir aus. Ist hier noch ein Geheimnis irgendwo? Weiß das einer? Ich glaube, es ist gerade keiner im Chat, wenn ich ehrlich bin. Kommt man denn da hoch? Ja, komm, scheiß drauf. Keiner im Chat. Ich habe den Stream auch nicht angekündigt, weil gestern wäre eigentlich Stream gewesen. Ich habe gestern den abgesagt und habe gesagt, vielleicht heute. Ja. Oder morgen. Ich habe mich jetzt für Borderlands heute entschieden, weil da kann man auch mal schön aufhören zwischendurch, ne? Wenn man nicht mehr kann. Aber ich bin ja schon wieder auf dem Weg der Besserung. Das ist echt noch dieser fucking Husten, aber den schleppe ich jetzt wahrscheinlich wieder 3 Wochen mit mir rum. Immer bei mir so. Ist gesund, Chris. Ha? Ist nicht gesund. Ja, also ich hab das aber. Das ist, ist immer so bei mir. Das ist halt echt ein Problem. Nee. Wenn ich einmal krank war, ich hab das relativ zügig überstanden eigentlich. Aber den Husten, der verfolgt mich noch wochenlang. Das ist ziemlich ätzend. Oh, was ist das? Machst du mal kaputt. Oh. Nee, geht nicht. Kristalle. Sehen mir aber noch zu stark aus. Sagt die Alte. Okay. Sag mal, habe ich eigentlich einen Skillpunkt? Nee. So, pass auf. Ich glaube, jetzt kommt Boss. Oh, das wäre gut. Dann hätte ich zumindest einen Folgennamen auch. Oh. Ey, alles nur graue Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Ja, jetzt ich spring mal runter. Pass auf. Warte. Ich auch. 1, 2, 7. Hä? Ah ja, da kommt er. Oh Gott. Oh, das ist immun gegen Feuer. Scheiße. Das ist schon mal perfekt. Captain Trant. Okay. Ich geb dem direkt mal ein paar Granaten. Ich auch. So, warte. Hey. Junge, jetzt kriegt er sie gesickt, ey. Fuck! Boah, wenn du dem hinten auf die Kugel schießt, triffst du immer kritisch. Ja, ich tank den, ja. Okay. Was soll das hier mit dem Eis? Weiß ich nicht. Ich glaube, das tut mir nicht gut, das Eis. Ah, der ist jetzt. Voll easy! Ist jetzt weg. Da ist er down, da ist er down! Ja. Wo waren wir denn gerade fast gestorben? Krass. Oh. Dann haben wir einen rausgehauen, ey. Geld. Guck mal, ist ein Pinata gespawnt. Er ist tot, nur das zählt. Oh. Aber ja, er war der Schlimmste. Ja, aber es ist keiner im Chat, der die vollpackt. Achso. Das ist aber schade. Komm mal drauf. Geld. Gut, boah, voll viel Geld. Ja, oh. Alter. Ich hab grad 10.000 Kohle bekommen. Ja. Das lohnt sich ja voll. Ja. Ich muss das auch machen. Und? Ist irgendwas Geiles gedroppt? Nö, natürlich nicht, wie immer. Nix Blaues? Nö, nur grüner Shit. Was machen wir denn? Wann machen wir eigentlich die erste Kammer mal auf? Keine Ahnung, vielleicht jetzt? Oh, hier ist was für dich. Hier ist was für dich. Aber grün, Klassenmod. Ja, zieh mal raus. Hau mal raus, Junge. Hau raus, ey. Warte. Wie die abdancen hier. Hier liegt der vor mir. Was ist mit denen los?
Freuen die sich gerade, dass ihr down ist? Maliwan-Truppen könnten hinter jeder Ecke lauern. Ja, wo ist er? Ach, da. Also, Maliwan besetzt zwar noch Athenas, aber meistens ist das Fragment sicher. Das muss jetzt erst einmal reichen. Ich gebe der Altmann das Fragment, ja? Ja, mach mal. Maja! Ich konnte Iridium nie so nutzen wie Lilith, aber ich habe eine Technik in diesem Buch entdeckt, die das ändern könnte. Alter, ich habe fast 40.000 Tage. Oh, krass, ich glaube, wir kriegen jetzt irgendwann die erste Kamera auf. Ist das so? Es kann... Ja, wie, sie hat einen Schlüssel bekommen, jetzt macht sie ja den auf. Erste Kammer, Freunde. Ja, das ist schade, dass gerade keiner zuguckt, weil da könnten sie nämlich jetzt ordentlich über die Loot-Truhen. Ja, das scheint die erste Kammer zu sein. Heilige Scheiße. Ich fühle mich, als könnte ich einen ganzen Planeten facelocken. Bring mir das sofort bei. Oh. An diese Art von Kraft könnte ich mich gewöhnen. Okay, holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. Oh, rote Truhe. Ach nee, wieso? Wir kriegen erst ein Schlüsselfragment so, jetzt. Okay, alles klar. Du hast die Invasion also überlebt. Hä, was war denn das jetzt? Hier ist immer eine rote Truhe. Muss der Story zuhören, Chris. Ich komm schon klar. Ich hör zu. Ich hab kämpfen gelernt, lange bevor ich dich traf. Ja, worum geht's denn? Okay, Trainingskampf. Genau. Hör doch zu, Stefan. Meine Güte, ey. Deine Tasche. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen mit dem Kammerjäger. Was? Echt jetzt? Ich meine, cool. Na gut. Könnte Spaß machen. Ich pack mein Zeug. Kammerjäger, schau dir das an. So, warte mal. Weißt du, was ich mal mache? Die Indianer haben solche Nachrichten überall in der Galaxis hinterlassen. Ich vermute schon lange, dass es eine Verbindung zwischen Sirenen und Kammern gibt. Ich kann es nicht lesen, aber es muss was bedeuten. Ich warte auf dich. So. Erzähl. Ja, ich habe gerade nur die Beschreibung erinnert von dem Stream auf Borderlands 3. Oh. Da stand nämlich noch Just Chatting. So, pass auf, ich mache die rote Kiste auf, ne? Warte mal, die alte ist hier noch dran. Was? Okay. Das Relikt war schon hier, als ich geboren wurde. Aber solange Maliwan weiß, dass wow. Es wow. Ist, wow. Eine guck mal, Chris. Halbe das Büchse. Ein. Es ist eine halbe Dose Ravioli. Ja. Ich muss dir was sagen. Oder war es Hühner Nudelsuppe? Ich weiß es nicht. Der eigentliche Grund, weshalb ich Ava als Schülerin genommen habe. Sie wird eine Sirene irgendwann. Und dann soll sie bereit dafür sein. Aha. Kann die dann auch wiu machen? Eine Sirene. Das war so ein flacher Witz. Okay, ich mach mal hier die Grünen hier auf. Ui. Vielen Dank für den Follow, The Real Pito. Pito? Ja. Das ist Antonio. Ja, ich weiß, Antonio. Ist online. Ja. Er wollte eigentlich mal mitspielen, aber er war eben nicht online. Moin, Pito. Ich hoffe, hast du die EchoCast Extension installiert? Weil dann kannst du jetzt gleich mitlooten, wenn ich die rote Truhe aufmache. Ich mach mal hier auf. Der soll mit uns spielen, oder? Ja, kann er, wenn er will, klar. Weil ich glaube, Antonio ist nämlich ähnlich weit wie wir. Okay. Hat er mir gesagt. Okay, ich würde jetzt. Ja, dann. Wie machen wir das denn jetzt? Weiß ich nicht. Ja, nicht. Warte mal. Social. Ja, ich müsste dich erstmal suchen, ne? Ja, lass mal gerade die Folge zu Ende machen und dann machen wir. Ja, wieso? Er kann auch dazu joinen, ist ja kein Problem. Guck mal hier, so heiß ich. Schick mir mal eine Freundschaftsanfrage. Dann kriegen wir das schon hin. So. Trotz alledem, soll ich dann noch warten mit der roten Truhe? Worauf? Achso, warte mal, er ist irgendwie durcheinander mit den Chars. Okay. Ja, pass auf, dann machen wir die Folge einfach zu Ende. Stefan, hast du dir gemerkt, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Natürlich. Das ist nicht dein Ernst. Ja, das jedes ist... Jedes Mal. Ja, ich werde auch wieder, ganz ehrlich, ich habe heute entschieden... In einer langen Diskussion mit mir. Hey, nein, warte, nein! Die haben es eingebaut, die haben auf mich gehört. Also, es tut mir leid, ich werde doch nicht wechseln. Streamlabs, ey, vielen Dank, Streamlabs OBS. Sie haben meine Wünsche erhört. Ich kann die Aufnahmezeit sehen.
Und zwar nehme ich auf seit 14 Minuten und 56 Sekunden. Wir haben es einfach eingebaut. Nice. Nices Update, Leute. Das ist so sick. So, ich mache jetzt mal die rote Truhe hier auf, ne? Wo bist du? Warte, ich bin noch nicht bereit. Doch, ich bin bereit. Ey, okay, pass auf, wir schließen eine Wette ab. Es ist bestimmt Bullshit drin. Ja, natürlich ist Bullshit drin. Okay. LOL, legendary für mich. Nein, doch nicht. Oh, da guck mal, das da. Naja. Naja. Ja, in der Tat Bullshit. Ja, kann man schon sagen, kann man so sagen. Ich hab's noch nicht mal verkauft. Was mach ich denn jetzt hier mit der Knarre? Ja, nicht besser, eigentlich. Aber wir haben noch zwei weitere Loot-Truhen. Ja. Oh. Schau. Ja, nee, die ist nicht besser. Was? Wo denn das? Da oben, die habe ich schon aufgemacht. Naja, ja, ich weiß aber, wo noch welche sind. Komm mit! Aber keine roten, oder? Nee, aber da könnten noch Waffen drin sein. Hm. Aber die Tür ist nämlich jetzt aufgegangen. Oh, guck mal hier. Achtung, ich mache die Waffentruhe auf. Komm schon. Ja. Weiß. Hundi, bleibst du hier? Was wenigstens das Blaues? Nein, nicht mal das. Ich hab nur grünen Shit. Schwein mit einem Maschinengewehr. Aber auch nichts Dolles drauf. Das ist enttäuschend. Das ist eine einzige Enttäuschungskiste. Ja, gut. Ich bin weiter fertig. Geht's, ja. Ja. Ja, weiter geht's, oder? Ja, ab nach Sanctuary, oder? Hä, hey, warte mal, hier sind noch Gegner. Ja, die sind ja gerade gespawnt. Ach so. Hä, hey, warte mal. Sind wir ja fertig. Ach so, in der Tat sind wir hier fertig. Ja, dann Schnellreise. Ja, sei denn, wenn du noch die Nebenquests da machen willst. Nee, komm. Nee. Wir müssen doch nicht jede Nebenquest machen. Das stimmt. Aber vielleicht wäre das Cooles gewesen. Ja, das kann sein. Hätte aber auch voll die nervige Quest sein können. Ich brauche dich, Bestie. Sheriff hat mir gesagt, du hast ein Kammerschlüsselfragment erlangt. Bring es mir. Ich verwahre es, während du rumziehst und weiter. Oh, warte mal, ich mache erstmal hier verloren. Ne, warte mal, am besten verkaufe ich erstmal und dann verlorene Beute. Ja. Warte, ich guck mal, wie viel Platz ich noch habe. Du der Scheiß raus, den du eh weggeworfen hast oder nicht eingesammelt hast. Na, ich hab noch so viel Platz im Inventar. Ich nehme mit, dann brauche ich nicht zweimal laufen. Nur Epics. Oh. Warte mal. Weg. Ja, da auch mal sowas. Naja. Was ist eigentlich noch ein Golden Key? Ja, ich habe sogar noch ein paar neue. Gibt's ja nicht. Also wir können theoretisch, können wir zum Ende der Folge... Ja, ist ein Ding. Oder wie wir sagen, einfach machen es in der nächsten, damit die Leute weiter gucken. Ja, genau. Nee, dann machen wir es einfach nicht. Tun so, als hätten wir nie was davon gesagt. Okay. Lol, wieso krieg ich den Level 19? Wieso krieg ich den Level 19 Waffen? Hier, Waffen zurück, Automaten. Keine Ahnung. Was geht das überhaupt? Ich weiß auch nicht. Ich kapier das nicht. Aber ich habe das ausgerüstet. Oh, krass. Muss ich jetzt mal gucken gerade. Ich bin arbeitslos und wütend. Ah, die Kapazität ist etwas höher, nicht viel. Ja, jetzt ist besser. Nee. Komm, verkaufe ich das auch direkt. So. Ich diskutiere nicht mit dir. Wir sind
deiner Meinung. Muss man hier Scharfschützengewehr ein bisschen. Die Munition, ich, ach du Scheiße. Zu geizig. Scalps denke, die ich jetzt tragen kann. So, ich lauf schon mal rüber. Kommst du nach? Ich lauf schon mal rüber. Wo war denn die Frau nochmal? Ja, da ist Moxie. Hä? Wo läufst du hin? Ich wollte eigentlich auf die Brücke. Achso, ja. Das ist ganz oben. Also beziehungsweise zu Tannis, ja. Die ist ja nicht auf der Brücke. So. Bitte töte mich nicht! Sorry! Hi! Hi! Was ist mit ihm? Pandora könnte ziemlich schön sein. So, gib ihr das mal. Ein neues Kammerschlüsselfragment. Allein vom Halten wird mir schon mulmig. Und weil ich einen von... Ja, also Pito, wenn du mitspielen willst, ne, überhaupt kein Ding. Das ist übrigens kein vollständiger Kammerschlüssel. Niemand weiß, warum die Eridianer sie in Fragmente gefunden haben. Such den Char aus. Der Kammerschlüssel auf Pandora benötigt 3 Teile. Immerhin ist das ein Anfang. Du solltest zu Lilith zurückkehren. Sie und Maya haben bestimmt einiges nachzuholen. Oder was Leute mit Sozialkontakten halt so machen. Nein, danke. Da ist mir ein steriler Raum mit chirurgischer Ausstattung schon lieber. Okay. Guck mal, was lag denn da gerade? So. Was ist mit ihm? Er hat ein bisschen Angst vor mir. Wer hat Angst? Der Typ, der hier rumläuft, immer. Ja, ne? Sag dir jetzt mal, töte mich nicht. Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith. Aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt. Ja. Ja, wir haben großzügig Tode verteilt. Glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch 2. Okidoki. Mach das mal. Aber es könnte sein, dass ich gleich dann weg bin, aber ihr könnt ja trotzdem weiterspielen. Ja, ja. Weil ich merke nämlich schon, ne. Aber die Kalypsos scheinen mehr über die Karte zu wissen als wir, sogar mehr als ja. Kann halt nicht gut reden, lange. Vielleicht haben sie Maliwan befohlen, Athenas zu überfallen. Ich kann gar nicht richtig reden. Hinter der sogenannten großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir, Firehawk. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand so nennt. Lilith! Lange nicht gesehen! Wie geht's dir? Wow, schicker Schnäuzer. Danke! Ist ein Belagerungsschnäuzer. Hör zu! Ich ziehe nur ungern die Katakana hat einen auf einem Asteroiden. Das ist so dämlich. Laser auf Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgebe. Und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt wird. Also, mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören. Gut so, Verbündete. Reese, Ende. Ah, okay. Geh runter und hilf Reese mit seinem Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Lilith meint, er gehört zu uns. Aber Männern mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Das stimmt. Wo soll ich hin? Auf Athenas oder was? Ja, ne? Müssen wir wieder zum Meridian Metroplex. Magst du drüber reden? Nee. Ehrlich gesagt, nein. Da gibt es nichts schon zu waren. Reden. Verstanden. Dann sollte ich mich schnell eingewöhnen. Es ist schön, wieder auf der Sanctuary zu sein. Einer Sanctuary. Da Laser auszuschalten, könnte man ja, okay. Wir fliegen jetzt in einer Rakete, glaube ich. Okay, dann machen wir das. Wo hast du hin? Na, dachte, wir müssen... Oh, ich habe was gemacht. Ich fliege irgendwo hin. Achso, ich dachte, wir müssen zur Schnellreise, Dingsbums. Ja, müssen wir auch. Oder, ja, quasi. Aber ich hab mich vertan.
Hä? Nee, hier bin ich nicht richtig. Auch nicht. Was ist das denn? Du siehst hart aus. Hm. Wir sind jetzt Freunde. So, los geht's. Ach, okay. Na gut. So geht's auch. Ja. So, sind wir am Ton. Der geht mit dem Hund. Ach, der geht mit dem Hund. Ja, hat er gesagt. Okay, gut. Kammerzeit, Baby. Triff mich bei Startrampe 7. Yo, hi. Marley One hat den Laser abgerichtet. Hallo. Deine Landekappe käme nie an den Sicherheitsproblemen vorbei. Da ist er ja. Da ist er ja. Ich habe ein hochmodernes Atlas-Schiff mit Tarnvorrichtung. Der Plan lautet, zur Orbitalplattform hochzufliegen und den Laser zu zerstören, bevor Katagawa erfährt, wer es war. Also warte mal, ich guck mal eben, wie lange wir schon aufnehmen. 26 Minuten. Können wir noch dahin fahren? Kommst du, Stefan? Ja. Wieso bist du schon wieder am Looten? Wir haben noch gar nichts kaputt gemacht. Hey, du hast ein Fragment gefunden. Machst du dir deinen eigenen Kammerschlüssel? Das macht Spaß. Weißt du, was wir gemacht haben? Eine stets hungrige Horde gieriger Anhänger zusammengestellt, die in unserem Namen durch die Galaxis fegen und alles umnieten. Kleiner Tipp, wenn du mithalten willst, solltest du Leute rekrutieren. Und Alter. Das nennt man Strategie. Nicht dein Ernst. Schau nur, während wir haben sich tausend weitere... Wir sind gerade live, Mann. Kann ich einfach rülpsen? Ah, ich hab Hunger. Hab ich nicht. Ich habe dich vermisst, Junge. Was ist denn hier los? Oh, hier sind wieder Gegner. Oh, Mann. Wo kommen die denn her? Mehr. Ich auch nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Hab's alle down gemacht. Hey, ich habe gerade noch irgendwo einen Balken gesehen von einem Gegner hier. Kein Balken. Guck mal, der hat voll viel gedroppt, aber nur noch Scheiße. Oh, hier ist eine Kiste, Waffenkiste. Oh, yes. Boah, episch. Blaue Pistole. Ja. Ja. Pass mal auf, wir müssen die Folge sowieso beenden jetzt. Ja. Mache ich mal ganz kurz ein Päuschen. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge Borderlands 3. Und das war der Drunken Man und ich bin der SkyMax. Bis zum nächsten Mal. Ciao.